Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Wochenenergie vom 18. bis 24. März. So, wir kommen schon wieder eine Woche näher in den Frühling. Und zwischen in dieser Woche ist auch Frühlingsbeginn, da freue ich mich, obwohl es kalt werden soll. Aber das passiert auch im Frühling. Aber wir gucken, wir kommen den warmen Gefilden näher. Und das ist immer was sehr Schönes, finde ich. So, wir machen die Wochenenergie. Die Wochenenergie, ne? Fällt mir alles hier runter. Also. Und jetzt gucken wir, was uns so die Woche zeigen möchte. Was wir so erleben, was wir sehen, was wir hören, was wir tun, wie wir uns fühlen. Wir gucken. Wir haben Gefühle. Also, was sage ich denn? Wie wir uns fühlen. Ich habe mein Licht schon wieder nicht umgestellt. Ja, ja. Aber ich hatte gerade noch Besuch. Die letzten 2,5 Stunden. Mit dem ich, ja genau, es geht auch noch aus. Ich nicht gerechnet habe, dass das so lange dauert. Und darum sind wir heute wieder relativ spät. Aber was soll's. Ich glaube, das lasse ich so. Okay. Also, es geht hier um Gefühle. Diese Woche fühlen wir sehr viel. Und zwar geht es voran mit dem Fühlen. Also das ist wieder eine, eigentlich in dem Fall schon mal eine extreme Folge, weil diese Gefühle beinhalten alles. Negativ wie positiv. Und das halt hier. Hier wird man anschieben. Für den einen oder anderen kommt auch ein Mensch ins Leben und für den man wirklich fühlen kann. Aber dadurch lernen wir auch, was haben wir uns manifestiert und was möchte ich noch? Was erwarte ich noch vom Leben? Wo möchte ich noch hin? Jetzt für Normalsterblichen. Wir sehen und fühlen unsere Freunde. Wir fühlen die Erfüllung und wir fühlen offizielle Sachen. Also, hier geht es wirklich sehr schön. Eine schöne Woche, gefällt mir. Sehr gefühlsintensiv, die vorangeht, in der wir wirklich lernen. Lernen fürs Leben, lernen für unser Leben, für unseren Vorstellungen, wo wir hinwollen. Wir erkennen mehr und mehr, wer unsere Freunde sind, auf wen kann ich mich verlassen, wer steht zu mir. Und da wird auch eine Erfüllung kommen in Sachen Freunde und auch Freude. Und hier zum Schluss liegen noch die offiziellen Sachen, die aber auch irgendwie positiv vorangehen. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber wir werden sehen, wo das ist. Wir haben den männlichen Aspekt. Der lehrt uns den Neuanfang. Also hier kommt wirklich, wir fühlen auch. Wir fühlen, hier tut sich irgendetwas in unserem kleinen Leben. Irgendwo geht es hin. Das ist auch so eine Aufbruchstimmung. Jetzt kommt der Frühling. Man ist wieder im Garten. Man ist mehr draußen. Und im Frühling ist es immer so, endlich. Und am 21. März oder am 21. März, nein, also irgendwann jetzt, ist ja auch der offizielle, das offizielle Jahr. Weil, wenn der wiederkommt, das Sternzeichen wieder, da fängt das neue Jahr eigentlich erst an, rein astrologisch. Also, diese Aufspringung, dieses neue Sonnenjahr, ich glaube, das ist sogar ein Sonnenjahr, kommt jetzt wirklich auch gefühlsmäßig in unser Leben. Wir lernen, dass wir, wenn wir mit Angst manifestieren, auch die Angst sehen. Da lernen wir ganz krass, weil wir es wirklich fühlen, weil wir es wirklich schnell sehen. Wenn wir Angst vor der Zukunft haben, wird sich relativ schnell deine Angst bestätigen, in irgendeiner Art und Weise. Muss nicht krass sein, aber sie wird sich bestätigen und darum lernen wir auch schnell, das wieder abzulegen, das zu blockieren. Diese Angst zu blockieren. Angst zu blockieren kann natürlich auch bedeuten, deine eigene Manifestation zu blockieren oder Freunde zu blockieren. Wenn ich mir jetzt einen tollen Freundeskreis wünsche, aber Angst habe, dass ich da wieder, sagen wir mal, ausgerichtet wäre oder sonst irgendwas Blödes erlebe, blockiere ich natürlich meinen Wunsch mit dem neuen Freundeskreis. Ich muss die Angst dann sehen. Also die Angst muss
nicht bekämpft werden, nicht blockiert werden, nicht unter den Teppich gekehrt werden. Ich muss mich mit ihr auseinandersetzen und nicht das blockieren aus lauter Angst. Denn da blockiere ich nämlich hier meine, das, was ich mir fürs Leben wünsche, automatisch. Und das lernen wir diese Woche. Ich vermute mal, dass da relativ schnell ein Lerneffekt kommt. Dann haben wir Freunde und Erfüllung, das heißt, wir arbeiten daran und dann kommt die Erfüllung. Also wir merken, okay, ich hatte Angst, das und genau das ist jetzt passiert. Also muss ich die Angst auflösen, warum auch immer sie da ist, und an das arbeiten, was ich eigentlich möchte. Das heißt, ich denke nicht, um Gottes Willen, vielleicht richten die mich wieder auf und blockieren damit, sondern warum habe ich die Angst? Schau dahinter. Ich habe Angst, weil ich mir klein vorkomme. Arbeitet es in mir auf und sage, okay, ich manifestiere mir tolle Freunde. Dann blockiere ich nicht die Angst, sondern sie ist dann weg. Die Blockade ist dann automatisch auch weg. Und dann kommt auch der Freund und die Erfüllung zu mir. Es kommt die Partnerschaft zu mir, auch offizielle Partnerschaften. Und ich bekomme eine Sicherheit im Leben, dass es wirklich vorangeht. Also wir lernen hier, das ist ein reiner Lernauftrag, wir lernen nicht unsere Angst zu blockieren, denn da sehen wir in dieser Woche irgendwann, wenn wir was blockieren, dass wir unsere ganze Vorwärtsgang im Leben blockieren, sondern stehen, Angst, ein Rehkitz, wenn es Angst hat, duckt sich im Gras und bleibt still liegen, starr. Und das ist genau diese Angst, die macht starr, die blockiert. Wenn ich in die Angst hineingehe, dann und die auflöse, weil ich dahinter schaue, warum ich eigentlich wirklich Angst habe, löse ich auch automatisch diese Blockade, die wird automatisch gelöst. Und ich gehe hier wirklich in meine Sicherheit. Partnerschaft offiziell, kann Heirat, kann Verlobung sein, kann ein neuer Freund sein, der auch hier schon liegt, eine neue Person kann ins Leben kommen. Es kann aber auch alles andere sein, eine Erfüllung in der Arbeit. Ich mache mich selbstständig, Partnerschaft mit Behörden, ist das auch eine Selbstständigkeit. Etwas, was mir wirklich Sicherheit bringt und nicht mein Leben blockiert. Hier geht's, du wirst in dieser Woche sehen und fühlen, wie weit dich die Angst bringt oder wo dich die Angst hingebracht hast. Das ist das, was hier in unser Leben kommt. Dir zu zeigen, wo hat dich deine Angst hingebracht. Und mit der Aufforderung, das war ja blöd, das ist ja dumm, das will ich nicht mehr, ich will das jetzt ändern, also muss ich hier hinschauen, dann lösen sich diese Blockaden und ich komme wirklich dahin, wo ich hin möchte. Dann darf ich mit positiven Gefühlen einfach weiterfahren, weil das ist eine sehr dynamische Woche, eine sehr rasante Woche. Sie wird auch relativ schnell gehen. Aber du kannst auch viel erreichen diese Woche. In jeder Beziehung, in Partnerschaft, in Arbeit, in Hobby, in Sport, in ganz offiziellen Sachen oder. Freunde, alles ist hier drin. Je nachdem, in welchem Bereich man dir diese Angst zeigt, da kannst du es ganz schnell ändern, weil du dich änderst. Ende dich und du änderst dein Umfeld. Genauso ist es auch. Da muss ich nicht spirituell sein und nicht der Guru sein. Das ist reine Lebenserfahrung. Lege ich diese Angst ab, gemobbt zu werden, kann mich keiner mehr mobben. Das geht gar nicht. Ich bringe immer das Beispiel, ich wurde in der Rückschau in der Schule immer gemobbt, immer. Ich habe das aber nicht verstanden. Ich habe darüber gelacht, wenn die irgendwas Doofes sagten, weil ja ich wieder meinte, wunderschön angezogen zu sein und mal wieder hier daneben gegriffen habe, was ich sehr gern gemacht habe in meiner Jugend. Und die mich gelacht haben, also mich ausgelacht haben, weil ich wieder Kniestrümpfe anhatte, weiß ich noch. Und die waren so rostfarben. Und dann kam jemand zu mir, eine angebliche Freundin, meinte, Jana, was hast du jetzt schon wieder an? Was soll denn das? Sag ich, passt doch. Passen doch von der Farbe irgendwo hin. Ich habe doch nicht Kniestrümpfe in Sandalen. Wie schaut denn das aus? Sag ich, okay, da hast du eigentlich recht. Und ich musste mit ihr lachen. Ich fand das nicht gemobbt. Ich fand das überhaupt nicht. Ich fand das halt lustig. Ich fand das lustig, weil ich wieder mal Blödsinn gemacht habe, weil ich an das wieder nicht gedacht habe. Es ist bloß ein Beispiel von ganz, ganz, ganz vielen, was mir in der Schule passiert ist. Ich aber so naiv war, dass ich nicht gemerkt habe, dass man mich mobbt. Also mich konnte man nicht mobben, weil ich es nicht gemerkt habe. Ja, es ist wirklich so. Folgedessen habe ich nie
hier irgendetwas blockiert. Und das hörte mit der Zeit automatisch auch auf, weil die gemerkt haben, ich ärgere mich nicht drüber, da gibt's nichts. Ich habe halt gelernt daraus, denke mir, okay, das war jetzt blöd. Und ich habe dann auch ganz dumm gefragt, was meinst du, was soll ich denn dazu ansehen? Ja, dann lieber gar keine Socken oder irgendwas, was weiß ich, was sie gesagt hat. Das war immer so ein ganz bestimmtes High-End-Mädchen, weißt schon, die immer bewundert werden. Ich habe sie dann einfach um Rat gefragt, habe mich auf, da ich sie ja nicht gemerkt habe, dass sie mich ausgelacht hat oder mobben wollte, habe ich sie einfach um Rat gefragt. Und mit der Zeit war das kein Mobben mehr, weil ich das respektiert habe von ihr und sie automatisch um Rat gefragt hat. Das war sehr naiv von mir, aber es hat jede Schärfe überall rausgenommen. Sagt, ich habe es nicht gemerkt. Ich hatte da keine Angst, ich hatte da keine Grundlage dafür, es zu erkennen. Folgedessen tat mir es gar nichts. Ich fühlte mich nicht gemobbt, ganz im Gegenteil. Ich freute mich, wenn mir dann irgendjemand einen Rat gegeben hat, wie ich es besser machen kann. Habe ich mich wirklich gefreut. Nächsten Tag bin ich dann so gekommen und war stolz wie Bolle und sage, und jetzt? Ja, viel besser. Siehste? Und dann fühlte ich mich gut. Also aus dieser ganzen Mopperei wurde bei mir nichts. Ich sage, weil ich naiv war oder eben auch, ich hatte keine Vorbelastung. Also es ist immer erst in der Schule passiert. Vorher ist mir das nicht passiert. Vorgedessen, ich habe es einfach nicht gemerkt. Und das meine ich. Ich ging da unbedarft hinein. Und wenn du keine Angst mehr davor hast, um was es auch immer geht in deinem Leben, dann stört dich das nicht mehr. Wenn du nicht mehr Angst hast, deine Rechnungen nicht mehr zahlen zu können, kann trotzdem sein, dass das irgendeine Rechnung kommt, die du jetzt nicht zahlen kannst. Kann trotzdem sein. Aber es wird dich nicht mehr belasten. Du wirst sagen, okay, kann ich jetzt nicht. Ja, mal gucken, was ich mache. Ich stelle sie mal dahin bis zum 15. und dann schauen wir mal, vielleicht ergibt sich dabei was. Und du belastest dich nicht mehr damit. Das ist immer nur die Angst, die belastet. Und das ist so ein Beispiel. Wir werden alle mit der Nase drauf gestupst. Wo liegt noch Angst in unser Leben? Wo musst du hinschauen? Und dann zeigt dir das Leben aber auch ganz schnell, wie du in deine Erfüllung kommst. Auch das wird ganz schnell gehen. Also eine rasante Woche mit Auf und Nieder, mit jedem Thema, was drin ist. Also es geht hier um diesen Neuanfang zu sehen. Und das kannst du nur sehen, indem du siehst, was verkehrt ist. Das ändern und dann merken, ah, dieser Neuanfang, das ist gut. Also dieser Neuanfang passiert durch Lernen. Und werden wir wahrscheinlich alle diese Woche erfahren, wo wir noch Angstthemen haben. Kann ich nur jedem raten, schaut hin, du hast hier alle Werkzeuge, die du brauchst, gefühlsmäßig voranzugehen und diese Angst abzulegen. Also, lege deine Angst ab und die Welt ist schön. In diesem Sinne sehen wir uns in der Tagesenergie, wenn ihr möchtet. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist.
Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen. Und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann nur sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.